So, einen wunderschönen guten Abend hier live aus dem MLSWV zum vierten Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden Dellasaat von sim-racing.org. Mein Name ist Christoph Weber, ich begrüße euch recht herzlich an diesem, zumindest hier in der Ostseeküste, einen wunderbaren Samstagabend. Das Unwetter ist vorbei. Und hoffen wir, dass es hier in Le Mans ein großes Unwetter geben wird, aber wir sind positiv, der Sommer ist ja da. Wir übertragen heute, wir sehen schon anhand der Fahrzeuge, die sogenannten GTE-Fahrzeuge. Das ist ja die kleinste Klasse hier bei den 24 Stunden Dellasaat. Und dann sind wir doch mal tierisch gespannt, wie das heute ausgehen wird. Wir sind insgesamt, verzeiht, wenn wir jetzt im SCV mit abziehen, sollten ja eigentlich 19 GTEs bzw. 17 GTEs sein. Und wir sind zurzeit im Warm-up. Das Qualifying haben wir noch nicht übertragen. Wie es da aussieht von den Startpositionen, das gehen wir dann alles nachher ein. Da haben wir noch genügend Zeit denn. Und dann sind wir doch mal sehr gespannt, wie dieses Qualifikationsrennen heute so wird. Eine kurze Anmerkung schon vorneweg. Es wird übrigens noch ein Qualifikationsrennen geben, nämlich ein zusätzliches, nämlich das siebte. Und der Termin steht auch schon fest, das ist Samstag, der 7. Juni, denn was wir dann natürlich auch live auf SimRacing übertragen werden. Und dann gibt es am 3. Juni dann noch das Wiederholungsrennen der LMP1 aus dem ersten Qualifikationsrennen aufgrund von Problemen. Also von den LMP1 und 2. Und dadurch, dass wir jetzt so gesehen 7 Qualifikationsrennen denn haben, gibt es statt, wie im Reglement geschrieben, 2 Streichresultate, jetzt 3. Das heißt, es wird alles noch spannender. Und wie es denn zurzeit in den ganzen Klassen aussieht, wer zurzeit weiterkommen würde und wen wir im Main Event denn vorerst auf einer Wartelistenposition sehen werden, beziehungsweise allgemein denn nicht sehen werden, das können wir dann, wenn sie das im Rennen so ein bisschen, ja, Zweikämpfe auseinandergezogen hat, beziehungsweise die Positionskämpfe auseinandergezogen hat, dann können wir darauf ein bisschen mehr eingehen. Für Interviews, wer gerne kommen möchte, ich denke mal so nach einer halben Stunde nach Rennstart ist eigentlich so die perfekte Zeit, dann ist das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen. Und dann können wir auch mal ein bisschen über die Vorbereitung für so ein Qualifikationsrennen durchgehen. Wir streamen heute nur die GT-Fahrzeuge und ich würde mal sagen, wir haben hier lang genug gesehen, Zuschauer gesehen, die hier auf Start und Ziel stehen und schauen uns mal Fahrzeuge an. Hier haben wir eins, das ist nämlich das Team SimSim Pro GT auf einem Porsche 997 GT3 RSR Specification 2011, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Da fährt zurzeit der Andreas Röder. Und zurzeit hier im Warm-up auf der ersten Platzierung haben wir den Dominik Kessel für Independent Sim Racer. Aber die Position, das können wir jetzt schon mal sagen, All-Star Racing Daniel Hake mit 3 Minuten 49. Also der Junge war hier richtig schnell unterwegs, fährt hier einen Aston Martin V8 Vantage GTE. Damit richtig schnell unterwegs. Also wir wissen, der Daniel Hake ist mit jedem Auto eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, mit welchem Auto er nicht zurechtkommt. Zumindest haben wir noch nichts gesehen. Aber ich glaube, den könnten wir auch einen PK geben und er würde vorne mitfahren. So, fährt aber jetzt anscheinend nochmal raus oder hat die Runde abgebrochen. Das Warm-up ist auch gleich beendet. Wir sehen oben die Zeit. Wir begrüßen natürlich auch alle Zuschauer, die nämlich gerade von Stream 7 kommen, wo ja das Saisonfinale der... Ja, jetzt muss ich überlegen, wie die Liga heißt, nicht, dass ich den falschen Namen sage.
Genau, das ist die FLN. Herzlichen Glückwunsch auch an die Klassen- und Gruppenliga da schon mal, die zufällig reinschalten. Hier. Und, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Vertreter aus der Serie hier jetzt dabei haben, aber wir sehen, die Ampel leuchtet rot. Das bedeutet, Box ist geschlossen und damit ist das Warm-up auch beendet. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier noch welche haben, die fahren. Ja, der Andreas Schröder fährt hier noch. Im Rennen und nie verwundern, dass da oben jetzt ein Wettbewerb läuft für die Zuschauer, die zum ersten Mal eventuell so ein Langstreckenrennen sich angucken. Wir sehen oben die Zeit, 6 Minuten 13 noch, das heißt in 10 Sekunden genau jetzt öffnet die Boxengasse und dann geht es auf einer sogenannten Reconnaissance Lab. Was ist die Reconnaissance Lab? Die Reconnaissance Lab ist die Runde aus der Box auf beziehungsweise in die Startstellung gesehen. Die Ampel ist grün. Wir zeigen das jetzt mal mit der Kamera so ein bisschen. Das Gewusel hier aus der Box, das wird im Hauptevent lustig, wenn nämlich drei Klassen nämlich gleichzeitig versuchen wollen, rauszufahren. Hier mit einer Fahrzeugklasse funktioniert das ja noch alles ohne Probleme. Übrigens zeitgleich auf einen anderen Server, den wir nicht übertragen, fahren denn die LMP1 und die LMP2 Fahrzeuge. Wir versuchen da via Radio euch da auch auf den Stand der Dinge zu bringen, damit ihr da auch alles mitbekommt. So, der Großteil ist schon mal rausgefahren, unter anderem unser Pole-Setter für Qualifikationsrennen Daniel Hake. So, es dauert jetzt natürlich noch ein kleines bisschen, bis die Fahrzeuge dann auf ihren Startpositionen stehen, weil sie müssen so gesehen einmal komplett um die Strecke rumfahren. So, der Livestream läuft auch wunderbar. Das heißt, wir haben noch 4 Minuten Zeit, ein bisschen zu entspannen. Ja, was gibt's großartig zu sagen? Ich meine, wir sind 7 GTE-Fahrzeuge. Hört sich auf den ersten Schlag für fast 14 Kilometer wenig an, aber dadurch, dass es ja nur eine Fahrzeugklasse ist, werden wir richtig geilen Motorsport sehen. Und natürlich auf hohem, fairen Niveau, wollen wir natürlich hoffen. Aber die Fahrer kennen sie jetzt mittlerweile aus den 3 vorigen Qualifikationsrennen und aus den beiden, beziehungsweise aus den 3 Kennlernrennen schon so gut eigentlich. Also die wissen zum Beispiel, wie Team XY fährt oder wo Team A bis Z überholt und welche Stellen die überhaupt nicht können. Und das ist dann vom Vorteil. Ganz kurz eventuell noch für neuen Zuschauer, alle Fahrer, die wir hier sehen, werden wir eventuell gar nicht im Main Event sehen, denn es gibt eine bestimmte Anzahl von Teams, die zugelassen werden. Wir haben 3 Fahrzeugklassen, maximale Plätze haben wir 45, im Gegensatz zur Realität, da haben wir 46 plus 1. Nee, stimmt gar nicht, das zählt richtig als Auto mit dazu, also 56 Fahrzeuge.
Versuchauto ist ja so gesehen das 56. Das haben wir hier natürlich nicht. Wir haben drei Fahrzeugklassen. Das ist einmal die LMP1, die stärkste Prototypenklasse. Dort suchen wir die besten 14 Teams in den kommenden Wochen. Dann die, ja, in der Realität ist es so, die Privatteams, die LMP2 und ja, für die Herren. Fahrerwertung so gesehen in der Realität hier aber auch wieder mit Top-Teams vertreten. Dort suchen wir 13 Plätze. Da wird es relativ einfach, sich zu qualifizieren. Weil ich mir sagen lassen habe, dass da sich nicht so viele qualifiziert haben. Das ist schade eigentlich. Das ist ziemlich entspannt, in so einem Mitte-Team, Mitte-klassischen Kategorie-Team zu fahren, sagen wir es mal so. Man überholt die GTE-Fahrzeuge, aber man muss auch mal Platz machen wie die ganz großen Prototypen. Und dann haben wir noch eine Gran Turismo Klasse, das ist nämlich die GTE oder auch ehemals GT2, also seriennahe Rennfahrzeuge, die eigentlich fast gar nicht mehr seriennah sind. Also die Bezeichnung, ich weiß nicht, wer sich die damals ausgedacht hat. So, der Daniel Hake hat eigentlich noch 50 Sekunden auf seinen Startplatz zu fahren, aber er ist schon gleich da. Hier sehen wir die beiden Schikanen. Und man muss ja dazu sagen, das ist eventuell wichtig für die Strategie, denn die Fahrzeuge verbrauchen jetzt natürlich schon Benzin und das ist nämlich eventuell wichtig. Dann für die Rennstrategie, falls man es wirklich genau auf den Liter genau abteilt. Ich meine, man hat ja sonst immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Reserve, aber manchmal, ne, da braucht man doch ein bisschen mehr Sprit. Wir sehen, es kommen immer mehr Fahrzeuge. So, arg so viele waren da jetzt nicht. Das erklären wir ganz kurz. Das Rennen ist jetzt noch nicht freigegeben. Wir sind erstmal in der Einführungsrunde. Rein theoretisch müsste man sagen, ja, die haben jetzt aber einen Nachteil, die als erster waren, weil sie natürlich viel mehr Benzin verbraucht haben. Aber es geht die Regelung, man sollte sich in der Nähe des Startgrills befinden. Also nicht eventuell denn da hier stehen bleiben, Motor ausschalten. Nein, nein. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz die Startaufstellung durch bei den GTEs. Dort haben wir nämlich, wie eben schon mal gesagt, Daniel Hake für das Team Allstar Racing auf der ersten Position. Dann haben wir Escape Masters auf Position 2. Ich sage jetzt erstmal nur die Teamnamen, weil mir die Fahrernamen noch nicht so geläufig sind. Außer natürlich bei den Deutschen, die man natürlich auch kennt. Dann haben wir auf der dritten Position Sim Race 3 mit dem Pablo Suarez. Den kennen wir natürlich auch, ist schon ein paar Mal hier so gesehen mitgefahren. Also dreifach Pol so gesehen für Aston Martin. Dort hinter haben wir den besten Porsche, das ist der Andreas Schmich für KSM Sim Racing. Das ist das Team mit unter anderem Danny Schubert. Dann haben wir die Poise RRDR und ja, auf der fünften Position. Auf der sechsten Position haben wir VRL Sim Racing, das sind unsere Belgier auf der bestplatzierten Corvette. Auf der 7 haben wir Frank Sola Gillis Racing. Auf der 8 haben wir Andreas Schröder Simson Pro GTE. Extreme Racers auf Position 9. Auf der 10 haben wir GT Racing. Auf der 11 Federer Sports Poland.
auf der 12 RSA Project 25 GTE auf der 13 Position 900 Grados. So müsste es eigentlich heißen. Hello, we had some trouble with a driver. Can you come to... Please to Michael in the briefing channel. Ah, okay. Ich bin kein Supporter, also ich, ne? Alle denken sich, ich wäre ihr Lutz. Nee, so viel Ahnung habe ich von dem Ganzen denn doch nicht, hier von Problems und so weiter, ne? Jetzt habe ich mich hier ganz durcheinander gebracht. Auf Position 14 haben wir Blaze Motorsport mit dem Patrick Slowden. Niederländer, der dort starten wird. Auf der 15 haben wir Jamaica Boy Set Extreme Racing, müssten sie eigentlich richtig heißen. Auf der 16 haben wir Team OGC GTE. Und auf dem 17. Platz haben wir Dominic Hetze mit den Independence Sim Racing. Sim Racer, so. Ganz kurz, wir gehen die Pulsetter mal in den beiden anderen Klassen durch, die auf einem anderen Server sind. Auf der 1 in der LMP1 haben wir Sebastian Röhn und auf der 2 haben wir David Putzke, also das LMP2-Team von Independence and Racer. Rein von der Platzierung her besser platziert als das GTE-Team, aber wir wissen, beziehungsweise wir kennen den Dominic Kessel, das ist ein schneller und guter Fahrer. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze so wird. Wir versuchen auf jeden Fall so ein bisschen die Kombination Radio mit den LMPs und Live-Bild mit den GTEs. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne zum Interview kommen, auch die LMP-Fahrer. Dadurch, dass ich ja so gesehen ein bisschen alleine bin, habe ich so ein bisschen die Macht hier, wie ich das mache. Ich hoffe, Lutz hört das nicht. Und dann sind wir gespannt. Gespannt sind wir auch gleich auf den Rennstart. Wir sehen oben die Uhr. Zeit läuft natürlich jetzt schon runter, aber erzählt so geschehen schon zu den Rennen dazu, diese Aufwärmrunde, und wir sehen, jetzt wird sich in zweier Formation gleich sortiert und dann geht's los. Da sehen wir sie. 17 Fahrer, hört sich wenig an, aber das wird auf jeden Fall jetzt ein richtig geiles Rennen. Das erste Rennen wurde hier 1923 gefahren. Wir fahren die neue Version mit 13,5 Kilometer. Sind wir gespannt. Überholt werden darf erst ab Start und Ziel. Das heißt, Daniel Hage im ersten Martin gibt jetzt das Tempo vor. Überholt werden darf erst ab Start und Ziel. Und ja, hinten sind sie noch nicht ganz so sortiert, aber die schließen jetzt alle schnell auf. Auf geht's ins vierte Qualifikationsrennen. Und da geht es auch los. Und viel Spaß und viel Glück an allen Fahrern. Bei haben wir schon eben gesehen im Hintergrund, die in die Box gefahren sind. Da müssen wir gleich mal gucken, wer das war und wieso, weshalb, warum. Aber wir schauen erstmal, ob sie hier alle gut durchkommen. Aber ich sehe hier keinen Zerschellen schon mal. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, gleich geht's das erste Mal auf die lange Gerade. Gehen mal ein bisschen ins Mittelfeld zu den Extreme Racers bzw. zu GT Racing, weil dort geht es ordentlich zur Sache. Und jetzt heißt es zum ersten Mal im Renntrim Windschatten fahren. Extreme Faktor macht hier es sehr, sehr schlau. Zieht aber gleich raus. Jetzt ist der GTE-Fahrzeug dahinter. Und schauen wir mal, ob sich das Team beim Randbremsen vorbeibremsen kann. Das machen ja einige, lassen sich ein Stück zurückfallen und dann an der Bremse, wenn sie wissen, sie haben ein besseres Auto. So, die erste Kurve scheinen ja auch alle bekommen zu haben. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir gehen
nach vorne. Und es gab einen Führungswechsel, natürlich, wie es bei Simrace TV ist. Und wenn ich und Lutz irgendwie was übertragen, verpassen wir es. Daniel Hake ist aktuell nur auf Position 2, nämlich auf 1 ist nämlich Escape Masters vorgefahren. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Wir sehen um die runterlaufende Uhr 1 Stunde und 52 Minuten haben wir noch. Andrea Schmich ist mittlerweile auf die 4 vorgefahren, kriegt jetzt aber Druck von Heuss ATDT Motorsports. Aber das sieht aus, als hätte es da keine Probleme gegeben. Da kommen sie an. Dreimal Aston Martin, dann Porsche direkt zweimal Aston Martin noch. Wir schauen uns mal aus Solas Sicht an. Gillis Racing sehen wir unten. Und hier vor der Indianapolis gehen sie vorbei. Aber hier verbremst sich der erste Martin Pille und schlägt sogar ein. Ui, und da ist sogar die Motorhaube abgeflogen. Da ist definitiv jetzt mehr kaputt gegangen. Und wird jetzt 2 zurückfallen. Ist auf die 9 zurückgefallen. Wir gehen wieder nach vorne, da ist immer noch unverändert. Escape Masters führt vor All-Star. Auf der 3 haben wir Simrace 3 mit dem Papu Suarez. Die haben sich schon ein bisschen abgesetzt, denn vor KSM Simracing. Dort hinter haben wir denn den Frank Sola. Ich muss mal ehrlich sagen, der Andreas, also das wird für den Fran schwer vorbei, weil der Andreas, der den zu überholen, also natürlich positiv gemeint, wie am KSM-Team, aber an Andreas vorbeizukommen, das ist schon eine harte Nuss, aber natürlich auch fair. Wir schauen mal ein Stück weiter nach hinten, klar, dass sie jetzt alle eine schnellste Rennrunde fahren. Oh, hier haben sie sie in der Box. Ja, ja, das sehen wir. Der Schaden, der ist groß. Da wird auch geprüft, ob die Lenkung noch gerade ist. Da sehen wir die eigentliche Motoreinheit. Das erste Martin. So, da hatten wir eine Box. Wir hatten RSA Project 24 an der Box. Und ja, das war es eigentlich schon. Diese hier. War doch nur einer. Wundert mich ein bisschen, aber okay. Escape Masters führt hier immer noch. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand. Daniel Hake. Also dieses Trio hat sich so langsam gelöst. Aber hier wird es jetzt interessant. Andrea Schmich gegen Frank Sola. Ja, Frank Sola? Ich weiß es gar nicht. So, Windschatten. Hier sehen wir es richtig schön. Und der erste Martin wird da jetzt wirklich auftauchen. Dort ist er auch. Geht erstmal vorbei. Zieht schön in die Linie rein. Der Andreas geht so gesehen noch die. Ja, nee, ich hatte jetzt eventuell gedacht, dass er mit späteren Bremsen versucht, eventuell sich die Position wieder herbeizuholen, aber das war nichts. Vielleicht jetzt hier im Windschatten, aber wir sehen, der Fran Sola ist ein Tick besser durch die Kurve gekommen oder hat eine bessere Beschleunigung. Das kann es natürlich auch sein. Wir sehen, der Andreas schafft es leider nicht dran zu bleiben. Dann gehen wir mal weiter ins Mittelfeld. Dort haben wir GT Racing und Simsim Pro. Dort hinter haben wir ein BMW. Das ist denn Jamaika.
da haben wir dann noch einen weiteren Porsche. So, jetzt gibt es einen Angriff vom... Boah, über die Wiese. Das war mutig. Aber es hat nicht geklappt. Lichthupe gibt es da sogar. Und GT Racing, lassen sie ihn ziehen. Aber ging erstmal vorbei. Aber da hatte Andreas Platz gebraucht, den er nicht hatte. Gab es vorne irgendeine Veränderung? Wir schauen dort mal hin. Nein, Escape Masters führt immer noch. Boah, mit Daniel Hake, der gibt die aber richtig weit über die Strecke. Aber wir haben eine 4-Verführung für Aston Martin so gesehen. Simrace 3 auf der 3. Judas Racing mit Frank Sola auf der 4. Aber wieder rangekommen ist der Andreas nicht. Also das könnte jetzt eigentlich wieder lustig werden auf der Geraden, denn hat er nämlich den Windschatten. Und der Frank Sola nämlich keinen. Wir sehen, der Abstand ist zu groß auf den nächsten. Aston Martin. Aber wir sehen, auch hier ist der Abstand wieder ein Tick größer geworden, also... Ich weiß nicht, ob der Andreas leichtes Problem hat mit dem Auto, das würde ich aber mal jetzt nicht denken, weil irgendeine Berührung hat er jetzt nicht. Oder seine Reifen sind noch nicht auf Temperatur, aber obwohl nach 15 Minuten sollten sie eigentlich so langsam auf Temperatur sein. Auf Temperatur sollten eigentlich jetzt auch die hinteren Platzierten sein. René Herzig natürlich jetzt mit... Ja. Das wird nicht stimmen, sie... 7 Sekunden auf Vorsprung auf Simrace TV. Hier haben wir Poys immer noch mit dem beschädigten Auto. Peter Spots Poland auf der 15. Auf der 14 haben wir 900 Galos. Ich hoffe mal, das war richtig der Teamname. OGC auf der 13. Auf der 12. Blaze Motorsport. Auf der 11 haben wir dann schon Dominik. Und er ist ja von hinten gestartet. So, jetzt kriege ich hier eine Message. Der Aston hat mehr Top-Speed, schreibt der Danny Schubert. Ja, ich meine, der Danny wird schon wissen, sage ich mal, ne? Also... Dann frage ich mich aber, warum die nicht den Aston genommen haben, sondern den Porsche. Aber dann kommt mit Sicherheit Danny und sagt, ja, der Porsche hat den Gegensatz, die Vorteile im Gegensatz, was der Aston nicht hat. Ja, das ist ja auch immer so. Darum testen, oder hatten die Teams ja auch Zeit, in diesen drei Kennenlernrennen ihre Fahrzeuge zu testen, zu probieren und eventuell schon leichte Setup-Arbeit zu machen. Oh, da gab es jetzt einen Unfall. Dort gab es jetzt einen heftigen Unfall. Und das ist der Frank Sola, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ui, der muss aber heftig eingeschlagen sein. Da gab es... Ach, du ahnst es nicht. Das ist mit... Uiuiui, da hat er schon Frontschaden gehabt. Da kommt das Heck. Und dann, ja, in die Leitschiene, da fliegt unten der Splitter vorne ab. Und dann... kommt Andreas Schmich, der kann da nicht ausweichen.
ganz erschrocken gewesen. Uiuiui, das ist ein Totalschaden bei beiden, würde ich schon mal fast sagen. Aber warum hat es da dann nochmal so heftig gekracht? Wer ist da noch reingefahren? Das war der Porsche, der dort kommt. Und das war der Andreas Schröder, oder? Nee, das war nur die Motorhaube, die da geflogen ist. Und Frank Sola hat schon das Auto abgeschickt. Das ist natürlich bitter, weil das sind wichtige Punkte, natürlich. Das ist sehr, sehr bitter. Aber es sieht so aus, als würde der Andreas weiterfahren. Scheiß auf die Motorhaube, es ist eh nur Gewicht, würde er sich denken. Der Andreas ist ja hart im Nehmen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das Auto... Ja, wir schauen mal. Also im Normalfall wäre das Auto schon total schaden, weil vorne beim Porsche leider kühler ist. Aber hier sieht er noch fast fabrikneu aus, außer dass die Motorhaube fehlt. Ja. So. Und verändert immer noch Escape Masters. Dann schon mit einem etwas größeren Abstand, im Gegensatz von vor 10 Minuten. All-Star Racing auf der 3. Wir machen mal Timing. Race 3. Auf der 4 haben wir Extreme Factor, auf der 5 VL Sim Racing, 6 SimSync Pro GTE, dann haben wir das havarierte Fahrzeug von KSM Sim Racing, Jamaica Boys auf der 8. Auf der 9 haben wir dann schon die Independent Sim Racer mit dem Dominik Hesse, auf der 10 Patrick Slowton. Oder so ähnlich. Auf der 10, auf der 11 haben wir GT Racing. Wir sind auch noch dabei, ein bisschen zu üben mit den Team- und Fahrernamen. Auf der 12 haben wir 900 Brothers. Das ist der einzige BMW im Feld, glaube ich. Hier im Kampf mit OGC. So sieht's im Kopf aus, das erste Martin. Ich hoffe, es passt vom Sound her, aber wir gehen mal lieber auf die Dachkamera, weil dort haben wir den besten Übersicht. Ja, das könnte ein Zweikampf werden, der ein bisschen hinauszögern kann, weil beide sind ungefähr auf dem Leistungsniveau. Weil es sieht so aus, als hätte der BMW einen leichten Vorteil. Weil der BMW zieht jetzt so ein bisschen weg. Dann gehen wir nochmal weiter. Auf der 14 haben wir Feder Sports Poland. Auf der 15 haben wir dann den havarierten Ois RDT. Ich habe leider ein Pixelbild. Ich weiß nicht, ob nach dem R was das bedeuten soll. Auf der 16 haben wir den RSA Project 24. Ja, und Rausch und Gilles Racing in Frank Sola und Sim Racing V natürlich. So, Andreas Schmich.
Bin mir gespannt, ob Andreas daran kommen kann. Ich bin mir schon ganz viel gefallen. Ich bin mal so gefächert, ja okay, das ist normal, ich meine. Ne? Aber er kommt zurzeit nicht dran, aber er fährt hier beim Randnutzen dran und jetzt ist es hier eventuell für den zweiten Teil. Ja, wir sehen, so langsam agiert der Windschatten, aber es reicht noch nicht. Ja, kurz rausziehen, schauen, weil so sieht's nämlich Andreas nicht. Oh, jetzt ist er hier richtig angekommen. Jetzt eventuell die vorletzte Chance vor dem Kurvenreichsteil. Vorbei zu gehen. Und hier sehen wir, kommt er zwar ran, aber nicht ganz. Aber jetzt hier der den Fahrfehler natürlich, aber jetzt ist er richtig dran, der Andreas. Das freut natürlich den Teamchef. Oh, nutzt hier im Drehzahlbereich richtig aus. Rote Warnlämpchen eben war für Drehzahlmaximum, oder dass man schalten sollte, genau diese beiden. Kann man kurz zurückschalten, aber jetzt eventuell in der Indianapolis, das klappt nicht, da passt sein Auto. So, und jetzt kommt dieser kurvenreiche Teil mit dem Porsche Chicane. Virage Porsche heißt es, ist in diesem Porsche Kurven. So, wir sehen, 3,3 Sekunden ist der Vorsprung. So, wir bleiben mal jetzt hier so ein kleines bisschen, denn das sieht doch sehr, sehr interessant aus. Da wird gleich was passieren. Definitiv. Ja, und kaum sei es, da gibt es auch den Fahrfehler von Andreas Schmich, der aber auch schon vorbei ist, aber jetzt nebeneinander eben ganz kurz gewesen. Ja, damit ist es unverändert. So, wir schauen ganz kurz auf Server 1, also dafür zum Beispiel in der LMP 1 immer noch Sebastian Röhn. Dort ist es aber knapper mit 0,8 Sekunden. Frau Kupa-Brzezinski. Und in der LMP 2 führt zurzeit Arvid Putzke vor Jörg Vogel und Manuel Hähne.
So, die beiden hier. Jungs, habt ihr euch schon mal geeinigt, wer gleich das Bier zahlen muss? Anscheinend nicht. Aber die beiden hier, Dominik Gasse, ist vorbeigegangen an den BMW von Jamaika. Boys. Aber der BMW versucht sich's nochmal. Und hier einmal Cockpit-Betrag für umsonst. Zu nur die Zahl erkennen können, wie schnell der BMW fährt. Ist gar nicht so leicht. Jetzt hier nebeneinander. Das wird jetzt hier aber interessant. Einer muss zurückziehen, zwei Leute in dieser Kurve. Ja, da hat der Porsche zurückgezogen, da hat der Dominik Hesse noch ein bisschen eher Gas rausgenommen. Also wie gesagt, wenn ihr zum Interview kommen wollt, auch von Server 1, könnt ihr dies gerne machen. Jetzt wäre denn die Zeit in etwa. Dominik Hesse. So, wir gucken. Na, das ist noch nicht der Fall. So weiter haben sie eben gerade richtig schön im Blick gehabt, der Andreas Schmich. Neuer Versuch hier für Dominik Hesse jetzt. Aber das sieht nicht danach so aus. Oder doch, er setzt an, aber beim Bremsen, wer bremst, der verliert. Das geht sich für den Porsche aus, für Independent Sim Racing. Sim Racer, ich verwechsel das immer. Die heißen ja Sim Racer. Next Try, kann man so gesehen sagen. Der Porsche liegt immer noch vorne. Ja, und der Essen dann, der denkt sich auch, nur läuft bei den beiden. Ja, jetzt schauen wir mal, wer jetzt aber aufpassen, nicht gegenseitig abschießen oder so. Ja, und da hat es den BMW getroffen, aber ich glaube, das war keine Kollision. Wir schauen uns das mal im Replay an. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeit. Ja, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Macht. Aber ich denke mal nicht, dass es da eine Kollision gegeben hat. Das war noch alles normal, aber total verbrennt. Also das kann nicht mit diesem Rappel gekocht sein. Oh.
So, wir schauen mal wieder einen Tick weiter nach hinten. Aber da ist zurzeit nicht viel los. OGC ist vorbeigegangen an Federer Sports. Nee, Herzig auf 15 hat sich jetzt ein bisschen rangearbeitet wieder. Von den Abständen her werden geringer. So, 1 Stunde 26 haben wir noch. Ja, jetzt denkt sich der Otto Normalverbraucher, ja, jetzt wird es doch eh ein bisschen Fahrt, aber zurzeit ist es ein bisschen, aber wenn denn gleich die Boxenstops kommen nachher, dann sieht es anders aus. Dann sind neue Fahrer drin und dann. Ne? Bei jeder Fahrer muss mindestens 30% fahren. So, Schmich kann sich so langsam abätzen hier. Gegen Schröder. So, oh, jetzt ist da aber irgendwas passiert. Jetzt habe ich in den Augenblick nicht sofort hingeguckt. Oder täusche ich mich da? Ja, da gab es einen Ausrutscher. Dort gab es einen Ausrutscher. Schauen wir uns nochmal an. Da kam das Heck. Aber an der Stelle normal, würde ich fast sagen. Das ist einer der schwierigsten Stellen, würde ich mal behaupten. Aber hat keine Position verloren. Aber dort hinter haben wir schon Dominik Hesse. Der jetzt schon deutlich ablösen konnte vom BMW.
Ja, zurzeit keine Zweikämpfe hier anscheinend. Ich schalte mal eben so schnell durch. Da haben wir die ersten an der Box. VRL Sim Racing. Ja, eine Corvette, die da in der Box steht, das ist unsere so gesehen. Hier sehen wir Corvette C6R ITE. Und mir fehlt noch hier jemand. Ach ne, die sind auf 12. René Herzig. Dann sehen wir mal, wie lange jetzt so ein Box dauert. Ich glaube, das ist ein Full-Service. So, 1:11 hat's gedauert. Und wir sehen, es geht an die Überrundungen, also. So, jetzt sitzt Nö dran. Nue. Also wie gesagt, wenn ihr zum Interview kommen wollt, dann tut dies. Wir haben jetzt zurzeit die Zeit dafür. Eine Stunde 18 haben wir noch. So, wir sind jetzt wieder beim Führen, ne? Ich bin gerade so ruhig, weil ich nicht so richtig weiß, was ich erzählen soll. Weil auch zurzeit nicht viel los ist. Ist sonst ja alles soweit, alles kann das Reglement, also.
Da haben sich ja alle durchgelesen. Ansonsten, wenn ihr euch das Reglement durchlesen wollt, www.sim-racing.org, dort steht's ausführlich in Deutsch und Englisch drin. Platz 10 und 11. Ja. Aber es ist nicht eine Überrundung? Ah ne, stimmt gar nicht. Ha! Der Sports und OGC ist es. Danke an den Yari. Bleiben wir dort jetzt mal. OGC, die ersten, die einen Skin drin haben. Verwundert mich so ein bisschen, aber okay. Auf jeden Fall ein erstes Mal Team aus der Ferne. Könnte man so denken, als nicht Motorsport-Experte, es wäre eventuell Nissan. Aber nein, das ist ein Aston. Na, zur Zeit ist die Corvette nach vorne, aber der Aston kommt da eventuell noch ran. Ja, und da sind sie auch dran. So 8 und 9. Muss ich immer erst hier rummeckern, bevor irgendwas passiert? GT Racing macht sich ran, an Jamaika vorbeizugehen. Was wird ja noch ein kleiner Augenblick dauern? So, jetzt wird's ja aber spannend. Der BMW gegen die Corvette. Der Michael gegen die T-Racing. We'll be right back.
So. Wir gucken uns das hier jetzt noch mal ganz kurz an. Dann schauen wir mal, was so OGC dort passiert. Ah, jetzt sind sie richtig da. Kannst vergessen, jetzt sind sie da einschalten. Ganz kurz, ja, ich wusste es, weil jetzt wird es hier nämlich Sprint, Federer und OGC. Aber es wird hier nichts. Dann schauen wir mal zu den beiden hier nochmal. Weil da wird es jetzt gleich ordentlich scheppern. Also jetzt nicht negativ gemeint mit scheppern in Sachen Unfall. Aber ich meine jetzt im Positionskampf. So, der erste macht da weit, weit Platz. Der denkt sich was, lasst mich da raus. Das ist der Dominik Hesse. Also wenn der Danny Schubert schreibt, er hat mich freiwillig vorbeigelassen, dann hat er immer mal zu bedeuten, was passiert ist, ne? Das wird ja schon zu lange her sein. Und wenn Danny das schreibt, dann muss irgendwas passiert sein. Aber okay. So, jetzt aber hier, ich hab's gesagt, das wird gleich ordentlich. Scheppern, aber es scheppert nicht im negativen Sinn. Das läuft alles wunderbar. Die Corvette ist vorbei an dem BMW. So, hier ist es immer noch unverändert. Andreas Schmich auf 5. Dominik Hesse auf 9. Aber das Auto sieht mir noch ganz aus. Ich weiß nicht, ob da irgendein gröber Fahrfehler dann war. So, hier ist Federer und OGC. Hat sie wieder ein bisschen auseinandergezogen. So, hier geht's weiter mit den Überrundungen. So, aber jetzt hier, wer steht hier vom GT Corvette, von der GT Racing Corvette? Der BMW kam nur ein bisschen ran.
Ja, eine Stunde vier haben wir noch. So, Christian Stenzeller fährt jetzt mit dem Peninsula, hat aber das Fahrzeug ab. Also Dominik Kessler hat damit das Fahrzeug abgegeben. Ja. Dania hat geführt wieder. Weil Escape hat wohl da was Gröberes gehabt, weil sonst sind sie nicht so weit zurückgefallen. Dort geht einmal Lichthupe. Ja, Leute. Ihr könnt gerne zum Interview kommen. Es ist ein bisschen. Ja.
So, SimRace 3 ist jetzt an der Box mit Pablo Soares auf Position 2 liegen. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. 15 Runden nach knapp einer Stunde, also 30 Runden etwa, werden wir sehen. Wir sind über die Rennhalbzeit. Sekunden nur, das ging relativ fix, habe ich so das Gefühl gehabt. Und der Fahrer ist der gleiche, also. Ach ja, Leute. Hat man mich schon abgeschaltet? Nee, man hat mich noch nicht abgeschaltet.
Ich würde mal sagen, wir machen einmal Standing, damit ihr wenigstens merkt, dass ich noch da bin. Auf der 1 haben wir All-Star Racing, auf der 2 haben wir Escape Masters, aber die waren so gesehen noch nicht an der Box. Auf der 3 haben wir Sim Race 3, auf der 4 SimSync Pro GT, auf der 5 Extreme Factor GT, auf der 6 haben wir GT Racing, die sind gerade an der Box. Auf der 7, beziehungsweise jetzt auf der 6 Armin Binder für KSM Sim Racing. Jamaika Boyz auf der 8, auf der 9 haben wir Federer Sports Poland, auf der 10 RSA Project 24. Die waren aber noch nicht an der Box. Team OGC GT auf der 11, auf der 12 haben wir 900 Grados, auf der 13 Independent Sim Racer, auf der 14 haben wir Blaze Motorsports, auf der 15 VRL Sim Racing, auf der 16 Boyz Reeds, keine Ahnung. Oh, da ist ein BMW eingeschlagen. So viele haben wir ja nicht. Das war der andere. Das ist Jamaika, der Mary. Ui, aber deutlicher Fahrer, würde ich sagen. Oh ja, Batsch, da hat er ein Riesen. Ja, 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 schaut euch mal an, wie er hier bei den Curb eiert und dann hebt das Auto ab und dann, ja, dann sehr gut gleich null. Also das Auto ist definitiv Schrott, aber sie fahren noch mal eine Runde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sah so aus, als würde der Frontsplitter ab sein. Aber okay. Ich meine, es geht hier immer noch um ein paar Punkte. So, währenddessen schauen wir mal, was denn im GT, nicht im GT, sondern im LMP fällt, wie es da so aussieht. Da, dort gehen wir mal die Top 3 durch. Da führt bei den LMP1 Sebastian Rhön vor Cooper Brzezinski und dem Patrick Jaskulski. Und in der LMP2 haben wir David Putzke vor Manuel Hene und Jörg Vogel. Das sind die Top 3 aus den beiden LMP-Klassen. Und, wir wissen die Zuschauer hier, wie es bei den LMPs aussieht. Dort haben wir natürlich ein paar mehr Teilnehmer, aber ihr braucht euch keine Sorgen zu haben. Zum Schluss kommen sie hier alle nochmal zusammen. So, und wir sehen, es gab einen Führungswechsel, würde man jetzt denken, weil da nicht mehr Hake steht. Nein, nein, es gab nämlich einen Switch, und zwar ist jetzt der Stefan Karnitz an Bord des Aston Martins, also kein Führungswechsel, als da führt. Immerhin noch mit, ja, was war es eben, 3,6 Sekunden, wenn ich mich nicht getäuscht habe, oder 4. Müssen wir mal bei der nächsten Zeitmessung drauf achten. Nee, die sind dicht beisammen, also ich sag doch, die kommen nochmal irgendwie zusammen.
So, jetzt gibt's hier einen Angriff. Stefan Kahnitz muss sich erst ans Auto gewöhnen. Kalte Reifen. Aber jetzt sollten sie nach diesem Verbrenner auf Temperatur sein. Und wir haben erstmal einen Führungswechsel. Sim Racing 3 ist jetzt vorne. Dort hinter dann All-Star. Also der Stefan ist ja auch ein schneller Fahrer. Ja, müssen wir schauen, wie sich das hier so enden wird. Ich denke mal aber, das wird sich für Olds. Ja, ich weiß nicht. Also, ich will mich da fast gar nicht festlegen. Weil es sieht erstmal danach aus, als könnte Sim Race 3 einen Tick nach vorne fahren. So, jetzt geht's wieder ans Überrunden. Also, das sieht ohne Probleme aus, auch wenn das hier knapp war zwischen dem BMW. Sagen wir mal, wer war das? Mary, den wir da vorhin in den Reifenstapel gesehen haben. So, eine Sekunde mittlerweile der Vorsprung von Sim Race 3. Ne, stimmt gar nicht, ha? Haha, was erzähle ich euch? Das ist Escape Masters. Ja, ich hab's jetzt nur auf den. Aber der Pablo Soares ist für Sim Race 3. Ja, es tut mir leid, eine Dreiviertelstunde, es ist warm. Da funktioniert das Hirn nicht mehr so ganz. Aber zum Hauptevent wird es natürlich besser. Aber die ersten Martins dominieren hier wieder. Drei vorne, beziehungsweise vier mit Extreme Factor. Und der beste Porsche auf der 5 mit Armin Binder. Sechs, der André Schröder, der hat noch nicht gewechselt. Sollte jetzt demnächst passieren. Federsports, die beste Corvette auf der 7. Und auf der 8 haben wir 900 Gazoo, den Gabriel Vasquez, aber der sieht auch schon stark kavariert aus, dieser BMW. Da fällt auf jeden Fall schon die Motorhaube, weil ich glaube, die haben auch noch keinen Fahrerwechsel gemacht. Aber die hier schon, Christian Sternzeller auf 11 mit Independent Sim Racer. Auf der 12 sitzt jetzt der Enrico Herzig, vorhin hatten wir den René Herzig, jetzt den Enrico Herzig für RSA. Project 24. Hier gab es noch keinen Fahrerwechsel. Der sollten Jamaika, VRL. Ah, die sind hier vom Pech
trägt und Frank Sola ist ja schon raus. So, das könnte hier gleich noch spannend werden. 5 und 6, die beiden Porsches. Da bin ich auch wieder. Ja, allzu viel scheint nicht passiert zu sein. Mal nach vorne. So, Pablo Suarez kommt jetzt an die Box.
Da kommt der. Noch ein weiterer Aston an die Boxer. Wir gucken mal bei Pablo Suarez, wie lange er stehen wird. Blaue Blinklämpchen, was er eben geleuchtet hat über den Simsim-Zeichen rechts. Das ist einfach nur, dass da gerade ein Fahrzeug kommt, als Hinweis, Achtung, da kommt ein schnelles. So, genau jetzt verschwindet natürlich die Anzeige, wo ich die Standzeit nicht gesehen habe. So, währenddessen versuche ich mal einen Interviewpartner zu organisieren aus dem LMP-Bereich. Dann kann er uns auch mal da ein paar Eindrücke geben, da aussieht, aber ich denke mal, das wird schon fast nichts. Ja doch, es wird was. Auch wenn wir die leider nicht so zeigen können, aber damit wir wenigstens eine Stimme von einem Top-Fahrzeug bekommen. Das ist nämlich, wenn das jetzt alles gleich klappt, nämlich jemand, das Team ist aktuell führender in der P2-Wertung auf Server 1, wo ja die beiden LMP-Klassen fahren. Meistens, wenn der Erste sich traut, dann kommen sie alle. So, hier wird es übrigens gleich auch noch spannend zwischen VRL und dem BMW, aber jetzt haben sie die Frontschürze verloren, also uiuiui. Abtrieb fast gleich null. So, und ich begrüße als ersten Interviewgast und ich glaube, den muss ich echt was spendieren, denn wenn man sich mal trifft. Es ist jemand, ich habe es gesagt, ein Top-Team zurzeit, führender in ihrer Klasse, hier bei den GTE sind sie zurzeit auf Position, wo sind sie? 11, das ist der Christian Stetzaler. Ich rede natürlich von Independent Sim Racer und wer gehört natürlich zu Independent Sim Racer? Natürlich David Putzke. Guten Abend. Hi Christoph. Erzähl mal, wie läuft's bei den LMPs? Krieg oder Frieden? Ja, also nachdem wir sind erst beim ersten mitgefahren, da war, na gut, da wurde das Rennen ja dann abgebrochen, da war für uns natürlich unglücklich. Die nächsten beiden war keiner von uns da und konnte teilnehmen. Von daher ist das heute unser erstes, wo wir endlich mal Punkte sammeln können. Und naja, nach dem Start konnte ich mich mit Jörg schon ziemlich gut absetzen. Und dann hatte Jörg aber einen Dreher und dann war ich erstmal vorne alleine weg und konnte ein bisschen Vorsprung rausfahren, dass Christian jetzt, denke ich, in Ruhe zu Ende fahren kann. Ja, ich meine, die Temperaturen gehen mittlerweile, auch wenn hier komischerweise sau warm ist. Das Event findet ja so gesehen, ja, Hochsommer, sag ich mal, statt, aber hier, wo wir ja beide so wohnen, merken wir ja nicht so die Hitze. Aber ist das schon arg konzentrationsschwächend, diese Wärme, oder sagst du, naja, kann man ja trainieren? Ja, also ich denke mal, wenn man irgendwo in meinem Dachgeschoss wohnt, ist das schon unangenehm. Aber ich sage mal, ich habe mein Zimmer im Keller, da ist es ziemlich kühl, da bin ich, glaube ich, im Vorteil. Und dein Vater mit Sicherheit dann oben, ne? Genau. Ja, Grüß an Matt. Fährt er heute auch, oder
Nee, der ist am Dienstag gefahren und ja, es müssen ja alle mindestens zwei Tester oder Quali dann gefahren sein, von daher sind heute mal die anderen dran. Ansonsten, euer Team, müsst ihr jetzt erstmal nachgucken, wer bei euch so fährt, aber vielleicht so ein GTE. Ich meine, zur Zeit der Christian Stenzaller am Fahren, zufrieden mit eurem, ja, ich nenne es mal vorsichtig, kleinem Team? Ach, na klar, ich denke, die werden jetzt im Quali-Rennen, zwar nicht locker durchkommen, aber durchkommen. Und im Rennen ist dann alles möglich. Das sind 24 Stunden und da kommt es auf an, sicher und ohne Fehler durchzukommen. Und da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Ja, zurzeit auf Position 19. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Erst, wo ich gerade ins Results-Ergebnis gucke, wollte ich euch doch durchgeben. So hätte ich auch die Zeit packen können. Aber naja, wir gucken mal. Independence. Ja, Position 19 zurzeit mit 7 Punkten haben sie ja beim letzten Rennen am Dienstag eingefahren. Euch kommt's gut, dass es A, ein weiteres Quali-Race gibt und jetzt 3 Streichergebnisse, ne? Ich denke ja, aber es ist die gleichen Bedingungen für alle, also es kann auch anderen Teams gut kommen, von daher einfach immer das Beste draus machen. So viele Punkte sammeln wie möglich, dann wird das schon reichen. Ja, denn bei der GTE reinzukommen, muss man 18. sein und das würdet ihr zurzeit ganz knapp nicht schaffen. Aber Position 18 zurzeit ist ja der Blaze Motorsport. Corvette fahren wir jetzt. Und die haben. Nee, stimmt gar nicht. Hier stimmt irgendwas mit der Wertung nicht. Eigentlich seid ihr auf 18, denn ihr habt 7 Punkte und Blaze hat 6. KSM hat 9. Also seid wäre euer GT zurzeit drin, euer LMP2, den ihr ja fahrt. Schauen wir mal, dort seid ihr zurzeit. Der steht noch gar nicht in der Liste. Ich wollte gerade sagen, ihr steht noch nicht mal in der Liste drin. Aber da ist relativ einfach durchzukommen, ne? Weil so viele Starter gibt es gar nicht in dieser Klasse. Hat das Gründe irgendwie? Stürzen sich alle auf die Top-Fahrzeuge oder ja, ist die LMP2, würde ich so sagen wir mal, die Herren? Fahrerwertung. Ich denke, die richtig großen Teams, Bekannten, die fahren natürlich LMP1, weil es da um den Gesamtsieg geht, sag ich mal, um Rennsieg. Und ja, GTE ist natürlich, bei den meisten Teams ist ja so, die stellen ein Auto in der LMP1 und eins in der GTE meist. Und ja, wir sind sonst immer alle GTE gefahren. Diesmal war es aber nicht erlaubt, dass ein Team zwei Autos in der gleichen Klasse stellt. Und da haben wir gesagt, naja, dann steigen wir erstmal langsam eine Klasse auf und nehmen den LMP2 und ja, warum so wenig den nehmen, verstehe ich auch nicht, aber so einfacher ist es teilzunehmen. Ja, es würden ja einige sagen, Moment mal. David Putzke, wir erinnern uns mal an so ein paar anderen Events. Den kennt man ja eigentlich normalerweise auf einer Corvette C6R. Wieso jetzt ein Prototyp? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt, ich glaube, das ist ja das 8. Rennen und ich bin 7-mal, glaube ich, Corvette gefahren oder 7-mal GTE und 3-4-mal Corvette und jetzt, ich wollte jetzt einfach, habe jetzt gesagt, wenn es das letzte Mal ist, dann versuchst du dich mal eine Klasse höher und ja, das war der Grund. Aber du bereust nicht die Entscheidung, oder? In die höhere Klasse? Nein, bisher nicht, also. Läuft sie auch relativ gut und jetzt in den Quali-Rennen, was man sieht, klar ist das nicht wirklich aussagekräftig, da blöffen bestimmt noch einige. Aber wir werden ja sehen, wie es ausgeht. Ja, ansonsten dein Vater, fahrt ihr in ein Team oder würde er sich im GTE setzen? Er fährt GTE, die fahren Porsche. Aber wir haben ja, der LMP2 ist ja das gleiche Team wie letztes Jahr auf der letztes Jahr gefahren. Ich glaube, Corvette sind wir gefahren und waren Top-Truppe, eingespieltes Team sind wir und von daher haben wir gleich gesagt, wir fahren wieder so zusammen. Dann klappt das, denke ich auch. Ich hatte ja übrigens auch mal die Ehre, mit David Putzkin ein Team und natürlich auf einer Corvette zusammenzufahren. Ja. Na, und Spaß.
Ich hab nur das Auto einmal desaströs zerstört und. Eieiei. Und ich hab damals gesagt, wenn ich das Auto heftig zerstöre, gebe ich eine Lokalrunde aus. Eieiei. Ja. Also darf ich die nächsten 12 Jahre nicht nach Brandenburg fahren. Ich sehe schon kommen. Ja, ansonsten, wie sieht die Abendplanung für heute noch aus? Auswertung des Rennens oder erstmal auf dem eventuellen Klassensieg beim Quali-Race auf anstoßen? Also ich werde jetzt auf jeden Fall auf irgendwas dann anstoßen gehen mit ein paar Kumpels. Und von daher... Aber die schauen nicht gerade zu, oder? Nee, ich denke nicht. Die sind bestimmt schon irgendwo am Trinken und warten auf mich und dann gucken Fußball. Ey, das ist ja auch noch so ein Champions League-Finale von zwei Mannschaften aus einem Ort und wo wird's übertragen oder wo wird gespielt? Irgendwo in Portugal, das ist eigentlich... Stimmt doch, oder? Du kennst dich doch da. So, ja. Ja, ja. Mit einer eventuell der Gründe, warum so ein bisschen wenige Teams dabei sind, oder ist es wirklich dem Wetter geschuldet? Ach, ich glaube, letzte Woche das Spiel hat wahrscheinlich mehr interessiert und da waren, glaube ich, auch nicht viel mehr oder weniger. Das Wetter, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Hier ist zwar warm, aber es hat heute geregnet. Bis in Rest Deutschland aussieht. Wer weiß. Ja, hier an der Ostseeküste war ja gestern von diesem groß angekündigten Sturm war ja gar nichts. Ja, ein bisschen Regen, ein bisschen Blitz und Donner, naja. So, aber hier haben wir übrigens, ich sag doch, zum Schluss kommt immer zusammen Simrace Free und Escape Motorsport, die sind jetzt hier dicht beisammen. Und ja, 27 Minuten sind noch zu fahren. Allgemein für das Main Event, wenn beide Teams durchkommen, fahrt ihr auf Maximum Attack oder sagt ihr, naja, wir gucken mal, was so passiert in den 24 Stunden? Also ich denke, unser GT wird gucken, was passiert, ja. Da ist sicher durchkommen und erstmal, ja, ich sag mal, bis zur Nacht ohne großen Schaden, Unfall durchkommen. Dann in der Nacht sind wir, glaube ich, waren wir immer ziemlich gut und da zählt es ja dann auch. Und was beim, ja, der LMP2, denke schon, dass wir mit zu den Top-Teams vorne gehören und der Podium sollte schon das Ziel sein. Ja, wird man dich eher tags oder nachts sehen, wenn es hier fast den Angriff gegeben hätte? Ja, sowohl als auch. Also, ich glaube, Start ist mein Part und ja, nachts gehe ich auch gerne ins Auto, dann können die anderen sich ein bisschen ausruhen. Und der Schlusspart wird wahrscheinlich meine sein. Ja, das ist immer die große Frage. Wer hat die Ehre, das Ding ins Ziel zu bringen oder alles kaputt zu machen, so gesehen, wenn man irgendwie eine Stunde zuvor ausfällt? Ja, ansonsten schon irgendwelche interne Wetten eingegangen, irgendwie, während Simrace Free hier an Escape vorbeigegangen ist? Ach was, nee. Jetzt noch nicht. Ich denke erstmal die Quali bei allen, bei uns beiden, also bei beiden Autos sicher ist, dann kann man irgendwie mal über sowas reden. Aber irgendwie zusammen mit jemand an einem Rechner wirst du nicht fahren. Ich könnte mit meinem Vater zusammen an einem Rechner fahren, aber. Das frage ich mich jedes Mal. Ich glaube, ich habe noch nirgends gesehen, dass ihr in ein Team fahrt. Irgendwie, ne? Langstreckenrennmäßig, oder täusche ich mich da? Selten, ja. Ist dein Vater zu schlecht, oder? Ach Quatsch, es ist, ja, wenn man so ein bisschen guckt, unser Team ist jung und alt aufgeteilt, sag ich mal. Entschuldigung, nicht zu schlecht, sondern zu langsam, ja, ich darf es mir ja nicht verscherzen. Ach Quatsch, wie gesagt, unser Team ist in Senior und Junior geteilt. Ja. Ansonsten, jetzt kommt eine fiese Frage. Was glaubst du, wird es ein bekanntes Team geben, die jetzt zurzeit fahren, die nicht
wo du denkst, dass es nicht klappen wird eventuell mit dem Einzug ins Main Event? Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber würde mich mal interessieren. Warte, dann muss ich bloß schnell gucken, wie so die aktuelle Wertung aussieht. Also bei den GT würde ich sagen, sollten alle Bekannten es schaffen. Sind ja auch bis jetzt schon ziemlich gut dabei. Aber bei den LMP P2 sind ja nicht so viele, da kommen ja fast alle durch, kann man sagen. Aber bei den LMP 1 könnte es vielleicht ein bisschen eng werden. Ja, bei den LMP 1 gibt es nämlich 14 Startplätze zu vergeben. Ja. Hier zum Beispiel Notox, 3 Rennen, 0 Punkte. Ja, aber die sind ja zurzeit auf 1 noch mit Sebastian Rhön, ne? Waren so die anderen Rennen auch so, wie ich das mitbekommen hatte, aber da gab es ja dann immer, glaube ich, beim Fahrerwechsel Problem oder weiß ich nicht. Überraschend, zurzeit dort in Führung OGC. Ja, aber ich glaube, die waren jetzt heute bei dem Rennen nicht allzu gut unterwegs. Er hat mich, glaube ich, irgendwann Runde 10, 11 hat er mich überholt, nachdem er hinter mir war irgendwie. Ja, ich weiß nicht, bei German Racers LMP1, da bin ich auch noch so ein bisschen am Zweifel. Ich meine, das sind schon Top-Jungs da drauf, die kennt man ja natürlich auch von Simrace TV. Die haben morgen da, glaube ich, auch wieder einen Stream. Auf jeden Fall einschalten, allgemein abchecken Simrace TV, was da morgen so für upcoming Events sind. Ja, ansonsten Notox 1, du hast gesagt, wenn die Probleme weiter bestehen, ich meine, sie haben 3 Streichresultate, die werden so gesehen aufgebraucht, also das heißt, jetzt müssen die Punkte fließen. Aber wenn man schaut, der Führende hat da 28 Punkte, ja, und im Vergleich, beziehungsweise man muss ja auch bedenken, mein LMP1 ist ja das erste Rennen nicht gewertet worden, da gibt es ja auch so gesehen Wiederholungsrennen, aber was mich überrascht ist, dass das BUD, Multigaming eingetragener Verein, zurzeit auf Platz 2 in der Teamwertung ist, im Quali Race mit 24 Punkten. Ich meine, das sind zwar gute Jungs, sie sind auch schnell, aber dann eher mit einem Ferrari, aber ich denke, die haben einfach waren zu den richtigen Zeiten an den richtigen Orten. Ja, das ist ja, wenn man diesen einen, ich weiß nicht, wann war dieses Pokalfinale letzten Samstag? Genau. Ja, ne, viele sind ja Bayern oder BVB-Fans, muss man ja so sagen. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, wie man allgemein Fußballfan sein kann, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch so eine Möglichkeit, das muss man mit einbeziehen, wo man denkt, ja, da könnte man sich so die Punkte so ein bisschen einhamsen, genau. Wenn man nur halb so schnell fährt, also, ja. Ja, wir sind mal gespannt, es wäre natürlich schade, wenn Notox Racing durch solche Probleme nicht einziehen könnten, im Event, aber, ganz interessant, wenn man sich so die Anmeldung anguckt, dass es deutlich mehr GTE-Anmeldung gab als irgendwie in der LMP1, was mich ein bisschen verwundert, weil normalerweise greifen sie alle nämlich nach den Top-Fahrzeugen und das ist ja in dem Fall die LMP1, die höchste Prototypenklasse. Oh. Wäre es ein Reiz für dich, mal in so 908 HDI FAP einzusteigen und einfach mal zu fahren, oder denkst du dir, oh Gott, nee, das ist mir zu eng und mit meinem 1,90 passe ich da sowieso nicht rein. Nee, ich bin bei der, also ich bin auch schon mal LMP1 gefahren, den Audi, und ich hätte auch nichts dagegen, den nochmal zu fahren, aber wie gesagt, ich habe jetzt in der GTE letztes Jahr den dritten geholt, also da endlich mal aufs Podium. Das habe ich gesagt, naja, ist ja wahrscheinlich das letzte Mal, dann ist der Einzug, und wenn da jetzt das Podium werden sollte, dann kann man, falls noch mal eins kommt, dann den LMP1 nehmen. Aha, aha.
Ja, mal gucken, vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal so lustlos beim Kommentieren, was heißt beim Kommentieren, fürs Kommentieren und meine Lust steigt eher wieder beim Fahren. Denkst du, hätte ich nochmal eine Chance bei euch? Nicht, wenn du dich anstrengst. Das habe ich damals zu Spa auch schon gesagt. Naja, ohne Training ist natürlich, ne, ärgerlich, wenn man Das waren Zeiten, ne? 2011. dann. Jetzt aber auch fast 3 Jahre her, dass ich mit ihr im Team gefahren bin. Na gut. David, dann bedanke ich mich bei dir, dass du der Erste warst, der heute zum Interview gekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich das jetzt überhaupt hier angucken. Das ist ja relativ ruhig im Livestream. Aber danke für deine leichten Eindrücke aus dem LMP-Feld auf Server 1, die wir, denke ich mal, beim nächsten Mal dann übertragen werden. Und ja, dann dir viel Spaß beim Betrinken nachher. Und ja. Ist die Und viel Glück Frage. mit. Frage. Ja. Ja, eigentlich nicht. Aber ich sehe gerade, weil ich habe ja nebenbei immer noch den Live hier auf, es gibt viele Ausfälle bei euch, ne? Auf dem Server. Ja, ein paar habe ich mitbekommen, ja. Aber ich glaube, Maximilian Baumann habe ich jetzt zum Beispiel genau, waren wieder. viele LMP1. Ivan Rico, das wundert mich, weil der Ivan, also, ich glaube, der hat sich auch beklagt, dass er arge Probleme hat irgendwie. Ja, der ist auch in der Einführungsrunde, glaube ich, schon raus. Dennis Jordan haben wir hier, Merci Perez. Dann haben wir noch den Marcel Habermann auch raus. Also, bei euch sind die Ausfallraten doch ziemlich hoch im Gegensatz hier zu den GTEs. Aber naja, so Escape und KSM hier jetzt im Fight. Und ja, danke an den David. Wenigstens einen, mit dem ich heute reden konnte im Livestream. Sonst spiele ich ja heute hier den Alleinunterhalter irgendwie und versuche das Beste draus, aber es war eine spontane Entscheidung, doch zu streamen. Und ja, schauen wir uns an, 16 Minuten sind's noch. So, schauen wir mal, wie das hier wird. Na, jetzt kam der Armin hier ein Stück zu weit raus und ja, schon sind da wieder ein paar Meter. Boah, aber der Armin kommt jetzt hier 15 bzw. 14 Minuten 42 nochmal an die Box.
Ja, es sah nach einem Splash and Dash aus, also. So, All-Star führt, kann es sein mit 42 Sekunden Vorsprung? Ja, das könnte hinhauen zum Race 3 in Gonzales. Dann auf der 3 Escape Masters, auf der 4 haben wir ein KSM Sim Racing, auf der 5 Extreme Factor. Auf der 6 haben wir ein Federer Sports Poland. Auf der 7 GT Racing. Auf der 8 Team OG. Auf der 9 RSA Project 24. Auf der 10 haben wir 900 Gardos. Auf der 11 haben wir Independent Sim Racer. Auf der 12 fahren hier irgendwie mit Licht, keine Ahnung wieso. Power Sim Racing. Auf der 13 haben wir Jamaica Boys. Auf der 14 Blaze Motorsport. Boys. Jetzt hätte ich vorhin mal gucken können, wie sie genau heißen. Ja. Fabian Werner ist ausgefallen für Symptom Pro. Stimmt, die fehlen mir, aber das sah mir nach dem Fahrerwechselproblem aus. Und Franck Sola für Gilles Racing. Und wir haben noch 11 Minuten.
So, 8 Minuten sind es jetzt ganz genau noch, also 2 Runden. Für Stefan Karnitz. Ansonsten gab es hier keine Veränderung. So, hier gibt es gleich eine Überrundung. Blaze Motorsport überholt hier gleich Pius RTDT Motorsport. Und Fabian Benner, der ist ja raus. So, und damit geht es gleich in die letzte Runde. Oder vielleicht doch noch eine, das wär's, ja. Ja, es ist die letzte Runde, also letzte war 3:53 vom Stefan Karnitz. Also ich denke mal, dass er jetzt nicht irgendwie noch 4 Sekunden schneller fährt, damit noch eine Runde gefahren wird. Thank you.
So, die letzten Kilometer für Stefan Karnitz. Dann hat er dieses Quali-Race zusammen mit Daniel Hake gewonnen. Runde gleich nochmal hier OGC. So, 20 Sekunden sind es noch und ich denke mal, jetzt wird auch ein bisschen Tempo rausgenommen haben. Und 10 Sekunden sind es noch. 5, 4, ja, das wird nicht mehr reichen. Und damit gratulieren wir Stefan Karnitz und damit Allstar Racing zum Sieg hier beim 4. Qualifikationsrennen. Herzlichen Glückwunsch! Dann haben wir auf der 2. Position na, jetzt spring um, du Anzeige. Ja, es ist Jon Gonzalez. Ich glaube, das war Escape, wenn mich das nicht recht täusche. Und dann haben wir Simrace 3. Ja, ihr seht es ja unten durchlaufen, also das ist halt das Problem. Ich kann die Teamnamen noch nicht so gut, von daher ist es immer so eine schwierige Sache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Ergebnisse habt ihr unten gesehen. Und ich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten tut. Dann weiß ich nicht. Ich denke mal, dann werden wir die LMPs wieder übertragen und dann wird Lutz Enger hier kommentieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Zuschauern. Auch wenn nicht so viel geredet wurde, auch eher mehr Bild, aber ihr hattet wenigstens ein Livestream und dafür, dass es relativ spontan war und doch ein paar wenige und nur unterwegs waren, war es doch eigentlich relativ super. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstagabend, guten Start in die neue Arbeitswoche, denn es ist ja eine verkürzte aufgrund des Herrentags, denn am Donnerstag und ja, denn schönen Abend euch noch, gute Nacht und man sieht sich dann spätestens beim Main Event, denn Ende Juni hier live auf Simrace TV. Checkt auf jeden Fall einen weiteren Simrace TV Kalender aus. Morgen auch wieder ganz tolle und spannende Ligen auf Simrace TV. Also tschüss und bye bye.